Hallo zusammen und möge die Macht mit euch sein zu unserer heutigen Review zum Star Wars Black Series 6 Zoll Clone Trooper. Und ja, das ist sozusagen die erste Figur in der Black Series, die offiziell Episode 2 zugeordnet wird. Theoretisch können wir natürlich auch sagen, ja, R2-D2, der war in allen 6 Filmen dabei, den kann man auch durchaus als Episode 2 zählen. Ist richtig, aber auf der Verpackung wurde er offiziell als Episode 4 deklariert. Von daher haben wir hier wirklich den ersten rein Episode 2 Charakter. Oder Figur, besser gesagt. Kurzer Blick auf die Verpackung. Die Figur ist noch aus einer älteren Welle, deswegen haben die hier noch das orangene Design von 2013-2014. Das neue hingegen 2014-2015 hat ja dann blaue Streifen und ein anderes Packungsdesign. Hier auf der Rückseite haben wir halt auch nochmal Nummer 14, Clone Trooper. Clone Troopers are genetically engineered super soldiers who are deployed into combat for the first time on Geonosis, where they battle with the Separatist Droid Army. The Droid Army is in full retreat. Ja, Zitat aus dem Film. Kleines Bildchen. Ja, genetisch manipuliert, basierend auf Jango Fett's DNA. Und ja, sind sozusagen die Vorläufer der Sturmtruppen, welchen ich jetzt hier habe. Den hole ich gleich noch als Vergleich dazu. Erstmal gucken wir uns den Kerl hier in Ruhe an. Der kommt mit ein bisschen Zubehör. Der hat zum Beispiel dieses Langlaufgewehr und halt hier diesen Blaster, der halt auch der Vorläufer des regulären Stormtrooper Blasters ist. Und sieht soweit auch ganz gut aus. Man erkennt hier noch so ein bisschen so diesen mandalorianischen Einfluss im Design des Helms. Die Rüstung allgemein wirkt ein bisschen weniger kantig als jetzt zum Beispiel die vom Stormtrooper. Hingegen haben wir hier auf den vorderen Oberschenkeln diese doch recht starke Kante. Persönlich gefällt mir das Design soweit okay. Ich bin eher Fan der Phase 2 Trooper, also sprich der Trooper, die man in Episode 3 gesehen hat, zum Beispiel als Privatarmee von Anakin Skywalker, schrecklich Darth Vader. War ja die 501. Legion. Im Prinzip gefällt mir auch das Weiß wieder sehr gut. Wie schon beim Stormtrooper hat man hier einen sehr tollen Weißton gewählt. Leider, die Stellen, die weiß gemalt sind, nicht aus weißem Plastik sind, die wirken schon so ein bisschen dunkler. Das sind im Besonderen die Kniegelenke hier, die Kniepads und die Ellenbogenpads. Sonst sieht das alles sehr schön aus, ein sehr schönes, strahlendes Weiß. Der Helm ist auch soweit sehr gut getroffen, leider kein Kopf drunter, das heißt hier ein ganz normaler Balljoint, Kugelgelenk. Und ja, dann hat er noch hier seinen Patronengürtel oder seinen Toolgürtel. Leider keine Tasche für die Knarre, hatten sie im Film, aber soweit ich mich erinnern kann, auch nicht. Ist ein komplett eigener Mold, das heißt, da ist kein Fitzelchen dran, was auch schon beim Stormtrooper dran war, sondern wirklich komplett alles von vornherein neu gemacht. Man könnte zum Beispiel jetzt auch den Körper als Grundlage nutzen mit einem Stormtrooper-Helm und daraus dann die Episode 7 Stormtrooper oder Chrome Trooper, wie sie jetzt im Endeffekt heißen werden, nachzustellen. Mit ein bisschen Modifikation natürlich. Und entschuldigt den Krach im Hintergrund, aber ich wollte meine Tochter jetzt nicht vom Spielen abhalten. Bin ja froh, dass das Kind spielt. Die Waffen sind, ja, schwarz. Also da ist kein bisschen Farbe dran, kein bisschen silbernes Trockengebürstetes, sondern halt wirklich komplett reines schwarzes Plastik. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Details gewünscht in der Farbe, auch Farbgabe. Sonst sehen die soweit ganz gut aus.
Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass halt die zwar diese modellierten Schulterstützen haben, diese aber nicht funktionell sind. Das hat sogar der Black Series 3,75 Zoll Stormtrooper hingekriegt. Daher fände ich es toll, wenn das mal halt auch bei den größeren Figuren umgesetzt wird. Zur Beweglichkeit lässt sich sagen, dass die halt standardmäßig für die Black Series ist. Wir haben ein Kugelgelenk im Kopf, dazu noch ein kleines Scharnier, das einen gewissen Spielraum dazu bringt. Dann ein Kugelgelenk in den Schultern. Man möge meinen, es ist durch die Platten ein bisschen eingeschränkt. Es geht, es hält sich in Grenzen, also es hat immer noch eine ziemlich realistische Beweglichkeit. Dann haben wir hier einen Drehpunkt, ein doppeltes Ellenbogengelenk. Spielraum ist okay, also 90 Grad circa. Dann ein Gelenk in der Hand. Natürlich auch noch ein Scharniergelenk, um halt die Hand noch ein bisschen zu bewegen. Ein Kugelgelenk im Torso. Kugelgelenke in den Oberschenkeln. Und halt hier ein Rotationsgelenk. Hier lässt sich natürlich auch rotieren. Doppeltes Kniegelenk. Und natürlich ein Fußgelenk mit einer guten Beweglichkeit. Also eine typische Star Wars Black Series Beweglichkeit. Nichts dran zu meckern. Hier haben wir natürlich noch Möglichkeiten, Bases dran zu stecken, mit der Figur halt einen sicheren Stand zu geben. Figur steht bei mir ziemlich sicher. Ist bei mir eigentlich gar nicht nötig, da jetzt noch irgendwie was dran zu machen. Und jetzt kommt der versprochene Vergleich zur Stormtrooper Figur, ebenfalls aus der Black Series. Und ja, kann sich nebeneinander definitiv sehen lassen. Da haben wir einen schönen Generationsüberblick. Wenn wir jetzt noch eine Episode 3 Stormtrooper hätten, Phase 2, ne? Dann wären das ja Phase 3. Na egal. Jedenfalls kommt in der kommenden Welle mit Yoda und dem TIE Fighter Pilot noch ein Clone Trooper Commander, auf den freue ich mich auch schon. Ist im Prinzip derselbe Mold, nur halt ein bisschen andere Farbe. Aber ich meine, Trooper kann man nie genug haben. Wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich mir bestimmt noch ein paar Stormtrooper zulegen. Persönlich muss ich einfach sagen, persönliche Präferenz ist halt für mich das Stormtrooper, das Nonplusultra, weil ich bin mit der alten Trilogie aufgewachsen. Das Stormtrooper-Design fand ich schon immer verdammt großartig. Clone Trooper sieht auch nett aus. Wie gesagt, mir gefällt das aus der nachfolgenden Phase, Episode 3, mit dem Helm, der schon eher an den Prequel-Trilogie-Helm erinnert, etwas besser, aber das hier hat halt einen schönen mandalorianischen Einfluss, wie gesagt. Sonst natürlich eine sehr tolle Figur, sehr große Beweglichkeit, perfekt für Army-Building. Bewaffnung ist okay, wie gesagt, die Farben, ich hätte mir da ein bisschen so silbernes Drybrush gewünscht oder sowas. Sonst habe ich keinen Grund zu klagen. Und definitiv eine schöne Erweiterung für die Black Series, aber halt nichts für Leute, die sich jetzt nur auf die Prequel-Trilogie spezialisiert haben. Die sind dann wahrscheinlich mit dem Stormtrooper am glücklichsten. Soweit zum Clone Trooper. Dann eine kleine Ankündigung für Freitag. Eigentlich war für Freitag Transformers Generations Windblade vorgesehen. Die hat es leider noch nicht zu mir geschafft. Ich hoffe, dass das vielleicht nächste Woche was wird. Stattdessen gibt es eine andere Transformers Review. Das könnt ihr dann im Review-Kalender nachsehen. Den habe ich hier unten in der Video-Info gepostet. Sonst kommt vielleicht heute oder morgen noch ein kleines Infovideo zum Release von Transformers Generations Combiner Wars in Deutschland. Ist für Ende Dezember, Anfang Januar vorgesehen. Dazu erzähle ich euch dann in einem separaten Video komplett was. Sonst, wie gesagt, Star Wars Black Series finde ich sowieso großartig. Und Trooper gehen immer. Army Building for the Win. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Wie fandet ihr Star Wars Episode 2? Wie fandet ihr das Design der der Clone Trooper? Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Könnt ihr hier oben den Button benutzen. Und schaut natürlich auch in die anderen Videos. Und natürlich auch auf Starblade.de und sowieso und überhaupt. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de. Von Nerds für Nerds.